Hallo liebe Schülerinnen, Schüler, Kolleginnen und Kollegen. Jetzt machen wir ein EKG. Ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Und zwar habe ich einen ganz berühmten Arzt erreichen können, der sich als Opfer zur Verfügung gestellt hat. Das ist der Mr. Dr. Offer. Bitte, wenn Sie kurz daher schwenken. Mein geliebter Ehemann, der sich auch natürlich für jegliche Lehrtätigkeiten zur Verfügung stellt. Da haben wir jetzt das Objekt unserer Begierde liegen und jetzt werden wir uns darum kümmern, dass wir den richtig verkabeln. Herr Dr. Offer, geht es Ihnen gut? Danke. Ah, schon, sehr gut. Er hat leichte Beschwerden in der Brust und wir schauen uns jetzt an, ob da alles in Ordnung ist. Gut. Das heißt, wir haben insgesamt für ein EKG 10 Kabel und das bedeutet aber, wir können 12 Sichtweisen auf das Herz machen. Das mache ich mit euch im Unterricht ziemlich genau durch. Es werdet ihr mir wahrscheinlich irgendwann verfluchen, ob der Schwierigkeit des Themas, aber es werdet ihr es am Ende alle gut kennen. Dann unsere Elektroden. Wir werden die einmal kurz mit einem Kontaktmittel besprühen. Dann müssen wir bei unserem EKG die Saugung einschalten, weil sonst funktioniert das Ganze nämlich nicht mehr. Und in dem Fall haben wir jetzt die 4 Elektroden für die Extremitätenableitungen. Das heißt, wir beginnen mit Rot beim rechten Arm, gehen mit Gelb auf den linken Arm über, dann Grün das rechte Bein und Schwarz dient der Erdung rechter Fuß. Oder rechtes Bein, wie immer man es sagen möchte. Gut, dann haben wir noch 6 Brustwandableitungen und diese Brustwandableitungen sind jetzt wesentlich, dass sie am richtigen Platz sind. Das heißt, wir beginnen wieder mit Rot, Gelb, Grün, das ist Ableitung 1, 2 und 3. Besprühen Sie wieder mit dem Kontaktgel. Und jetzt ist wichtig, dass man beim Patienten, das drehen wir uns da ein bisschen her, den richtigen Platz erwischt. Und zwar gehört die Elektrode Nummer 1 in den 4. Interkostalraum. Jetzt, wie finde ich das beim Patienten? Ich suche also mit meinen Fingern nach dem Schlüsselbein vom Patienten und das ist sehr prominent und das spürt man gut. Jetzt, darunter befindet sich die erste Rippe. Die erste Rippe verläuft so unterm Schlüsselbein, dass man die meistens nicht spürt. Ich rolle jetzt mit 3 Fingern über die Rippen drüber, relativ nahe am Brustbein, am Sternum und spüre dann etwas vorstehend die 2. Rippe. Das heißt, ich habe über der 2. Rippe den 1. Interkostalraum, unter der 2. Rippe den 2. und dann in weiterer Folge den 3. und den 4. Interkostalraum in dem Bereich. Was man beim Gerhard da sehr gut sieht, wie es bei Männern meistens ist, die Brustwandelektroden, also 1 und 2, sind auf Höhe der Brustwarzen, das heißt die erste rechts vom Brustbein und die 2. links vom Brustbein. Man nennt das auch parasternal. Jetzt die 3. Elektrode lassen wir derweil beiseite, weil bevor die angebracht wird, kommen die anderen. Dann nehmen wir also die Nummer 4, 5 und 6, sprühen sie wieder mit Kontaktgel an. Und dann schauen wir, lila ist 6, braun ist 4 und schwarz ist 5. Das ist bei jedem EKG im Grunde beschriftet. Wer sich die Farben merken will, ist super und wer halt lesen will, der liest. Jetzt in dem Fall suche ich mir wieder auf der anderen Seite das Schlüsselbein des Patienten und nimm dann die Hälfte des Schlüsselbeins und mit einer gedachten Linie nach unten kommt es in den 5. Interkostalraum. Da haben wir jetzt C4, also die 4. Brustwandableitung. Jetzt muss ich schauen, wo haben wir unsere 3. Wo habe ich die Hintern? Ah, da. Da liegt unsere grüne Ableitung, das war die Ableitung 3. Und die kommt jetzt in einer gedachten Linie zwischen 2 und 4. Deswegen kommt die 3. erst später, weil die 4. und die 2. mir im Grunde den Weg vorgibt. Dann habe ich die Ableitung Nummer 5, die gehört in die vordere Axillarlinie. Das heißt, ich nehme den Arm des Patienten, hole mir das so ein bisschen her und gehe dann mit einem leichten Bogen nach oben auf C5 und in der mittleren Axillarlinie, also eine gedachte Linie, wenn ich jetzt den Arm vom Patienten nochmal so hergib und mir vorstelle, ich schieße da durch den Arm durch, dann komme ich da in der mittleren Axillarlinie mit C6 raus. So. Und jetzt haben wir das Bild, wie EKG-Elektroden in der Brustwandableitung liegen sollen und kleben sollen. Wenn man das so macht, kann man sich sicher sein, dass alles abgebildet ist, was man sehen muss. Ihr könnt es euch auch vorstellen, bei Frauen ist es schwieriger, weil natürlich die Brust einfach eine andere anatomische Gegebenheit vorgibt. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, habe ich euch zeigen können, wie es ausschauen soll.
Und wie das Ganze dann im EKG ausschaut, das zeige ich euch später.